Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. So, da sind wir hier. Wir sind umgezogen, so halb, ne? So ein bisschen hier rüber gezogen sind wir. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, wie ich das hier mit den Schränken machen soll. Die stehen ja jetzt alle auf Any. Any. Quatsch, ich wollte das hier drücken. Ich überlege, ob ich mir den Resource Monitor bauen soll. Zwei Computerchips, zwei erweiterte Kabelsätze und zweimal Glas. Den großen, hier. Dann könnte man nämlich hier so machen. Der ist ja schön, der ist ja riesig sozusagen, ne? Zweimal Glas, zweimal Computerchip. Ich muss mal in den Scannerraum, Leute. Falscher Gang. Wo geht's denn in den Scannerraum? Ach so, da. Ich muss mal die Kalksteinbrocken da ausschalten. Ich werd wahnsinnig. Nein. So. Einfach nix machen. So, dankeschön. Okay. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ob wir das alles hinkriegen. Zwei Computerchips, da brauchen wir viel Kupfer für und so. Wir haben kein Kupfer mehr, ne? Ne, wir haben kein Kupfer. Wir kriegen keine Computerchips her. Ah, shit. Okay. Dann würde ich vielleicht das nochmal wegmachen. Dann lasse ich doch den Scannerraum auf den Kalksteinbrocken. Kupfererz, nein, wir müssen Kalkstein brocken. So. Und dann würde ich sagen, warte mal, ich gehe mal gerade nach meinen Batterien gucken. Ja, die sind jetzt bei 50%. Habe ich denn noch irgendwie was? Nee, ne? Der ist 90. Den brauchen wir nicht unbedingt, den brauchen wir auch nicht unbedingt. Also eine Batterie wäre schon nicht schlecht, wenn ich die noch hätte. Ich guck mal, ob ich die noch habe. Energiezelle müsste mal eine mitnehmen. Da ist noch eine Batterie. Ja, cool. Da ist auch noch eine. Ah, die ist bei 40%. So, dann gibt die noch her. Dann schmeiße ich die hinten ins Ladegerät. Dann kann die auch noch hochladen, gemütlich. So. Okay. Das dauert halt eine Ewigkeit. Eben ist der Strom weggegangen und er kam gar nicht mehr wieder. Das ist halt, ja, im Moment ist es halt echt schwer. So, da würde ich sagen, wir fahren, nein, wir machen uns zuallererst einen Laderaum. Einen Laderaum. Dreimal Titan und einmal Lithium. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Machen wir zwei Laderäume. Oder drei. Also... Lithium ist wahrscheinlich hier hinten noch. 1, 2, 3. Okay. So, einmal, zweimal, dreimal. Sehr gut. Dann noch schnell was essen, trinken. Ich nehme mir noch was mit. So, das dahin nehme ich mir noch. Zwei Wasser mit und einen Nährstoffblock. Ein Medipack, das reicht, das ist okay. So, dann können wir los. Okay. Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Ich bin über die Seemotte drüber geglitscht. So, warte mal, wir müssen dann. Ich glaube hier hin, ne?
Hier geht's ins Jelly Shroom. Also zum alten Live-Pod. Links nebendran vorbei. Dahin müssen wir. Und dann fahren wir mal runter zum Jelly. Und tasten uns da durch. Ich denke, das schaffen wir hier in der Folge. Das sollten wir eigentlich packen. Komplett das Jelly Shroom so weit zu machen. Also ich würde direkt auch die zu der Base fahren. Versuchen, die Base zu finden. Da, wo die ganzen Girlandenquallen von der Decke runterhängen. Dass wir die dann komplett durchmachen. Da steht auch der Wasserfilter drin. Den können wir ja auch gut gebrauchen. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher. Entweder liegt da der Nuklearreaktor. Kann mal gucken. Passt die Richtung? Mal ein bisschen weiter rechts. Entweder liegt da der Nuklearreaktor. Oder das Wärmekraftwerk. Ich weiß es nicht mehr genau. Das liegt da auch rum. So, schauen Sie mal da. Und hier müssen wir hin. So, jetzt könnte ich ja mal hier auf die Karte schalten. Ah ja, zeigt er mir ja auch an. So, hier ist eine Base. Hier waren wir schon gewesen. 100 meters, oxygen efficiency decreased. Passing 200 meters, oxygen efficiency greatly decreased. So, schnell mal einen Screenshot machen. Muss sein. So, hier waren wir schon. Da haben wir die Kiste aufgemacht. Da ist nichts. Hier liegt auch draußen kein PDA. Da ist auch nichts. Und hier drin? Ist auch nichts. Gibt's hier überhaupt irgendwas? Außer der Kiste? Nee, hä? Welcome aboard, Captain. So, können wir das deaktivieren? Wir kamen von da irgendwo, ne? Vorne ist da auch was. Hier, noch eine Base. Hier müsste es eigentlich ein PDA geben. Ja, da liegt auch eins. Signal location uploaded to PDA. So, schauen wir mal kurz. Integrating new PDA data. Wo hat das denn hingepackt? Achso, das ist das Umgebungsprotokoll. Okay. Alles klar. So, sonst ist hier. Da unten ist noch Magnetit und sowas. Upsala.
ganz böse hier angeeckt gerade. So. Also ein bisschen was davon einsammeln zwischendurch. Unten liegt auch jede Menge Kram. Überall Magnetit hier. Schön feilschen Höhlenbusch. Oh, der ist auch ganz nett. So, warte. Könnt ihr direkt lesen. Hier, Höhlenbusch. Eine violette leuchtende Pflanzenart, die sehr gut auf hartem Untergrund ohne Sonnenlicht wächst. Ja, sehr gut. Okay. So, sonst ist hier aber nichts. Weiß nicht genau, wo ich lang muss. Hab mich natürlich jetzt wieder verfranst. Sind auf jeden Fall Vulkane drunter. Da ist die andere Base. Lass mal auf die Karte gucken. Wir müssen uns mal hier rechts an der Wand halten. So, irgendwo hier muss es doch zu der anderen Base gehen. Ach, da vorne. So. Vermutete Degasi-Basis. Ah ja, genau. Hier geht's durch. So war das. Das ist ein bisschen tricky, weil das hier so irgendwie so ein Engpass ist. So, da unten ist die Degasi-Base. Jetzt holen wir uns erstmal das PDA, was hier im Schlamm liegt. Da. So. Margaret Maders Aufzeichnung. Mal ehrlich. Ja, könnt ihr gerne lesen. Margaret Mader, er ist die coolste Sau auf Erden. Okay. So, da sind wir. Ich schwimme mal gerade einmal drum rum, weil ich gerne wissen möchte. Hier. Modifizierungsstationsfragment. Hier müsste ein Reaktor liegen. Oh, Wärmekraftwerk. Ja, es ist ein Wärmekraftwerk. Jawoll. 1, 2, 2. So, wo ist denn der zweite? Auch der zweite Teil. Oh. Yes, baby. Und das Stasegewehr haben wir auch. Hallo? Stasegewehr hat mir auch gefehlt. Geh weg. Dummerchen. Stasegewehr hat mir doch auch gefehlt gehabt. Wieso habe ich das jetzt nicht gekriegt? So, warte mal, hier Baupläne, Energie, Wärmekraftwerk. Das bauen wir bald. Und hier den Wickelpilz. Wickelpapyrus. So. Achso, ich wollte gucken, hier Baupläne. Wo ist es denn? Wärmekraftwerk, das habe ich. Dann brauchen wir Aerogel für.
Und Krebs. Stasegewehr. Ich hab's doch bekommen. Er hat's nur nicht angezeigt. Okay. Cool. So. Dann schimmelt hier ein PDA drin rum, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Jupp. So, hier. Wir brauchen sie. Wir lassen sie denken, was sie will, solange sie das macht, was ihr gesagt wird. Und wenn sie das nicht tut, sie wird für genug... Was? Sie wird für genug Geld, wie alle Menschen. Margaret Mader. So. Okay. Jetzt speichere ich erstmal ab. Ganz wichtig. So. Und dann geht's. Ja, scannen wir noch die blöde Girlandenqualle hier. Da ist nichts zu holen. So, hier ist ein PDA. Und da ist die Wasserfiltermaschine. Blueprint acquired. Signal location uploaded to PDA. So, okay. Integrating new PDA data. So, okay. Hier Bart Talk als Aufzeichnung. Wer es gerne lesen möchte. So, der zweite Absatz. Und dann haben wir hier noch Überlebende der Degasi. Achso, Paul Torg als Aufzeichnung. Nummer 2, Dilemma. Basis, Warnung, ausschließlich Notenergie. Ja, war ja klar. So, und dann haben wir hier noch die Girlandenqualle, das blöde Teil, wo du am besten nicht drankommst, weil sonst verpasst die dir eine. So, und Basisinstallation, Wasserfiltersystem. Das werden wir auch bauen demnächst. Okay. So, nochmal kurz speichern. Und dann geht's raus. So, den Raum haben wir clean. Also, wir gehen jetzt hier rein. Da ist nix, da ist nix. Da ist auch nix. Gehen wir gerade hoch. Was macht er denn hier drin? Oculus. New creature discovered. Cool. So, hier schimmelt ein PDA rum. Integrating new PDA data. So, gehe ich mal gerade zurück. Welcome aboard, Captain. So. Datendownloads. Überlebende der Degasi. Bart Torgals Aufzeichnung Nummer 2. Pirscherzähne. Okay, das sind die ersten zwei Absätze. Und der Rest. Dann haben wir hier noch Baupläne bekommen. Was habe ich denn noch hier? Achso. Gekochter Oculus, dunkles, festes Fleisch, eine gute Mahlzeit. Und was habe ich noch? Ist da noch irgendwo was? Ne? Achso, die Wasserfiltermaschine. Und im Inventar, da haben wir ihn hier. Kleiner, essbarer Beutefisch. So, okay. Nochmal rein. Na, geh rein. So. Okay. Dann sind wir nur noch hier. So, da ist das Doppelbett. New blueprint acquired. Ich hätte gern so einen Seestern auf meinem Bett. So, da ist nichts drin. Da liegt auch nichts. Hier liegt ein PDA.
Integrating new PDA data. So, und die Datenbox noch. Aha, da ist die Tauchflasche. Mit ultra hoher Kapazität. Ja, cool. Klappt doch, läuft doch wie am Schnürchen. So, jetzt müssen wir nur noch schnell hier raus. Das waren aber schnelle 30 Sekunden, das da. So, ja, cool. Überlebende der Degasi. Degasi-Sprachaufzeichnung. Margaret, ich gehe trotzdem und ich glaube, Sie beide kommen nach. Wenn Sie das tun, seien Sie vorsichtig. Ihre Autorität reichte nur bis zur Meereshöhe. Sehr schön. Margaret Mader, die einzige Frau, die sich die Zähne rasieren muss. So, wo haben wir denn noch so einen blöden Bauplan bekommen? Hallo? Ach so, da, hier. Die müssen wir auch machen. 4x Lithium brauchen wir dafür. Okay, so, jetzt sind wir ja schon hier unten. Jetzt macht das Inventar so. Hm. Nehmen wir das noch mit. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Dann würde ich mal sagen, schauen uns hier noch so ein bisschen um. Weil hier gibt es ja noch jede Menge Kram zu holen. Das ist ein Schiefer, den würde ich jetzt mal ausnahmsweise lassen. Was ist denn hier oben noch für eine Base? Hier steht noch eine Kiste rum. Wusste ich auch noch nicht. Immerhin eine Batterie drin. Ich mach mal Licht aus. So Tiefenpilze bräuchte ich auch. Vielleicht gibt es ja hier welche. Und hier ist schon mal wieder Magnetit und so. Ich würde jetzt noch so ein bisschen hier zusammenfarmen. Was hier so rumliegt, bis das Inventar voll ist und dann können wir auch hier raus. Wobei ich den Fokus eher auf Magnetit lege. Und vielleicht noch einen Tiefenpilz. Unter 300 Meter, krass. Da fällt mir ein, ich könnte noch hier den, könnte man noch hier so einen Pilz scannen. Nehme ich den mal noch mit. Wie viel Platz haben wir denn noch? Gar keinen mehr. Also, warte mal, dann hau ich mal zwei Wasser rein. Dann geht da wieder was. So. Ich glaube, wir sind voll, ne? Ja, wir sind tatsächlich voll. Ja gut, dann... Da ist die alle Base. Jetzt müssen wir nur noch zurückkommen. Die können wir auch rot machen und abhaken. Die können wir rot machen und abhaken. Vermutete Degasi-Basis. Ja, brauchen wir auch nicht mehr anzuzeigen. Da ist der Exit. Okay, ich schau mal gerade noch hier so.
außen ein bisschen rum. Einfach nur, damit wir die Karte ganz aufgedeckt haben. Das sieht schon cool aus, ne? Warte mal, ich mach da mal einen Screenshot von. Das brauche ich mal. Muss mal sein. So, hier. Mit dem ganzen rosa Zeug da immer. So. Das waren jetzt 10 Screenshots, die ich gerade gemacht habe. So. Na komm, Interface. Karte. Okay. Halten wir uns hier an der Wand. Geht's denn hier noch hin? Ist ja auch interessant, das hier. So, haben wir jetzt hier alles aufgedeckt? Ja. Könnte sein, dass man die abschnibbeln kann. So, okay. Dann geht's hier nach oben. Irgendwo. Oder auch nicht. Ja, wo ist denn der Ausgang? Also, da durch noch. Juhu, auf nach oben. Upsala, Entschuldigung. So, wo ist denn die Basis? Was ist eigentlich hier mit dem LivePod 17? Hä? Da waren wir noch nicht drin. Kann doch gar nicht sein, oder? So nichts irgendwie einzusammeln, ja, da haben wir nur nicht abgehakt. Warum auch immer. So. Oder der war nicht aufgedeckt. Nee, wenn er nicht aufgedeckt gewesen wäre, dann. Ja, sag mal, hast du sie noch alle, du blöder Goldfisch? Mann. Hier. So. Okay. So, dann geht's dahin zurück. Vielleicht so ein bisschen im Bogen. Dann können wir hier noch so ein bisschen was von der Karte aufdecken. Vielleicht finden wir noch irgendwas. Stolpern noch über irgendwas drüber. Aber das hat doch gut geklappt jetzt mit dem Jelly Shroom. Würde ich vielleicht in der nächsten Folge oder so langsam, aber sicher in Richtung Aurora mich aufmachen. Das würde ich dann morgen aufnehmen. Heute nehme ich nichts mehr auf. Ich habe gerade beschlossen, ich mache jetzt Feierabend. Habe ich mir gerade so ausgedacht. So, wie sieht das hier aus? Kartenmäßig oder... Hä? Da ist ein Wrack? Da bin ich doch gerade dran vorbeigefahren. Veräppeln.
soll denn hier das Wrack sein? Ach, hier, das Ding hier. Das kleine, blöde, komische Irgendwas-Wrack hier ist das. Ich hab gedacht, da wären wir schon drin gewesen. Gibt's zwei, die so ähnlich aussehen? Kann das sein? Was ist das? Achso, mobile Fahrzeugstation. Da ist noch ein Datendownload. So. Inventar voll mal zwei. Erstmal den mal. So, wenn wir hier Laserschneider machen, wir mal auf die 5. Ach nein, Quatsch, Reparaturwerkzeug. So, was finde ich jetzt hier? Mobile Fahrzeugstation, Gravitationsfalle, Gravitationsfalle, mobile Fahrzeugstation. Ja, das kennen wir halt alles, ne? Ist ja klar, ist ja auch so ein Anfangswrack, das hier. Okay. Na ja, gut, alles klar. So, und hier das, was ist das? Nix. So, okay. So, da wäre das auch abgehakt. Wo ist die Motte? Da. Ich dachte schon, die hätten die kaputt gebissen. So. Signalmanager. Sehr schön, haben wir das auch abgehakt. Dann weiter im Text. Ab nach Hause. Und dann können wir noch das Inventar leer machen und dann müssen wir mal schauen. Ich bin echt am überlegen, ob ich die... Huch, hier liegt ein Livepod rum. Livepod 3? Ein Seegleiterfragment. Ach, war das der Livepod, wo ich nicht reinkam, weil ich dachte, ich bin zu dick? Ja, klar. Natürlich. Ja, also hier waren wir schon drin. Guck mal, der ist jetzt auch aktiviert. Aber ich werde das nie verstehen. So. Egal. Merkwürdig. So, dann ab nach Hause. Ab nach Hause und dann... Achso, ich habe ja die... ich hätte können aus dem Inventar in die... In die Kisten reinpacken, die ich dran habe außen, ne? Aber gut, ist nicht so schlimm. Man könnte noch viel mehr Magnetit mitnehmen aus dem Jelly Shroom, aber wir haben ja auch genügend. So, alles klar. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal wieder. Vielleicht müssen wir dann doch nochmal Kalksteine kloppen gehen oder so. Erstmal für Kupfer. Kalksteine für Kupfer. Irgendwie sowas. Naja, wir schauen mal. Okay. Oder wir gehen in die Aurora. Eins von beiden. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, wir müssen erstmal nochmal Kupfer besorgen. Ich glaube, das ist wichtiger. Gut, dann soll es das gewesen sein für die Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Däumchen da. Bis denn und tschüss.